Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur Vorstellung des zweiten DLCs, nämlich dem Free DLC Precision Farming. Ich werde euch hier jetzt alles mal vorstellen, was man mit dem Precision Farming machen kann, wie die Analysen aussehen, wie wir es vorbereiten müssen, wie wir es durchführen müssen und natürlich, wo im Shop die ganzen Sachen zu finden sind. Gehen wir vielleicht als erstes mal auf den Shop ein. Und zwar, wenn wir in unseren Shop ganz normal reingehen, dann seht ihr jetzt nicht eine einzelne Kategorie für Precision Farming, sondern ihr müsst im Endeffekt bei den Anbaugeräten nach ganz unten scrollen. Ihr geht so wie divers und dann habt ihr hier hinten die wichtigen oder wichtigsten Sachen drin. So, die Firma ist die Isaria. Man kann, ihr seht, hier nichts weiter jetzt groß einstellen oder irgendwas machen. Kaufen, anhängen, fertig. Den kennt ihr noch aus dem 19er. Er hat nur ein bisschen eine andere Funktion. Man kann hier noch ein bisschen was mit ran basteln. Also heißt, noch ein bisschen Gewichte mit vorne ranbauen. Für was das wichtig ist, seht ihr dann gleich natürlich. Ich habe jetzt draußen einen stehen, ohne Gewichte. Gut, okay. Was wir noch dazu brauchen, ganz, ganz dringend, da gehen wir hier auf die Fahrzeuge, gehen auf die Autos und holen uns dieses Gerät. Achtet bitte unbedingt drauf, ihr braucht definitiv eine Dreipunktaufnahme. Das ist existenziell wichtig. Ansonsten könnt ihr die Gerätschaften nicht anhängen. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, wie denn das Precision Farming im Ganzen aussieht. So, ihr seht, das Precision Farming geht diesmal oder dieses Mal, also dieses Jahr wollte ich sagen, in dieser Version nach Punkten. Die Felder, die ihr gekauft habt, nur die könnt ihr natürlich sehen, die haben hier so kleine, feine Punktebewertungen dran. Natürlich steht jetzt alles erstmal auf 0, also wir haben eine Punktebewertung von 50, könnt es natürlich hochswitchen bis auf 100, sollten wir natürlich auch tun. Wir haben hier die ganzen Bodenarten, sehen wir jetzt noch nicht, weil wir ja noch keine Bodenproben genommen haben. Wenn wir jetzt mal durchswitchen, wir sehen dann, wenn wir die Bodenproben genommen haben, den pH-Wert, wir sehen den Stickstoffgehalt, wir sehen dann den Ertrag, also bis wie weit wir das Ganze hochpitchen können im Endeffekt. Und wir sehen sogar die Saatstärke. Und natürlich noch ein bisschen mehr in der Auswertung dann. Das werden wir jetzt gleich sehen. Genau, denn die erste Aufgabe ist natürlich, wir müssen zu unserem kleinen Gefährt hier, steigen da einfach mal ein. Ich würde euch empfehlen, hier unten die Karte aufzumachen, mit der neuen natürlich. Und würde dann das Gerät erstmal ausklappen. So, sobald ihr das ausklappt, seht ihr, kriegt ihr unten einen so einen grünen Punkt. Der zeigt euch, in welcher, also wie groß der Radius ist, den ihr gerade oder wo ihr gerade Bodenproben nehmt. So, dann mit B ganz normal die Bodenproben entnehmen. Ihr müsst die auch nicht sofort ans Labor schicken, sondern ihr könnt im Endeffekt erstmal weiterfahren. Ihr seht dann natürlich unten auf der Karte, dass es sich rot einfärbt. So, das heißt, ihr müsst jetzt für das komplette Feld einfach alles ein bisschen abfahren. Ihr habt das natürlich dann auch hier noch. Hier seht ihr schon, welcher Radius jetzt bis jetzt schon eingelesen wurde. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen schneller. Machen wir dann hier mal noch eine Bodenprobe. Wie gesagt, im 19er konntet ihr mit dem Sensor einfach drüber wegfahren. Das ging, das war ein Mod. Das geht natürlich jetzt nicht mehr so einfach. Der Sensor ist für andere Sachen gedacht, zeige ich euch dann gleich. So. Wenn wir dann natürlich die Bodenproben genommen haben, zeige ich euch dann, müssen die Bodenproben auch ans Labor geschickt werden. Je nachdem, wie viel ihr Bodenproben nehmt. Jetzt habe ich hier vorne eine Ecke vergessen, das ist nicht so schlimm. Je nachdem, wie viel ihr Bodenproben nehmt, ist es so, dass ihr ein bisschen warten müsst, bis die Analyse da ist. Kostet euch ein bisschen Geld.
Ihr könnt auch immer genau nachvollziehen, zeige ich euch dann Adlai noch, wie viel Bodenproben ihr pro Feld entnommen habt. Wenn ihr also jetzt zum Beispiel im RP seid und macht den Precision Farming Beauftragten, könnt ihr im Endeffekt dort reingucken. Zwar immer auf euren Hof, ne? Also immer in eurem Terrain, wie viel ihr dann Bodenproben genommen habt, aber im Endeffekt, also kann auch der die Proben in Auftrag gegeben hat, natürlich gucken, ey, was hat er eigentlich gemacht. Mit einer kompletten wirtschaftlichen Analyse und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir schon fast rundherum. Ich habe es jetzt einmal in Echtzeit gemacht. Ich wollte es eigentlich schneller laufen lassen, aber mir gedacht, man sieht, es ist aufwendig, aber es lohnt sich auf alle Fälle. So, jetzt müssen wir noch in der Mitte, dann gucken wir mal auf die große Karte, ob wir wirklich alles erwischt haben. Wahrscheinlich hinten die eine Ecke nicht so gut. So, und dann schicken wir das jetzt gleich ans Labor. Können schon mal gucken. Nö, haben wir im Endeffekt alles erreicht. Genau, hier ist... auch nicht. Okay, wir fahren erstmal zum Feldrand wieder. Wir können das ganze Ding schon mal zuklappen. Dann zeige ich euch mal im Hilfemenü, wie ihr die Bodenproben dann wegschickt. So, das heißt, wenn wir mal das Hilfemenü aufmachen, seht ihr das. Wir haben jetzt 10 Bodenproben genommen. Also das sehen wir ganz unten. Man könnte ja, hier uploaden. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da überhaupt irgendwas funktioniert. Und mit Z, da drücken wir jetzt mal drauf. Die entgegengenommenen Bodenproben werden nun in ein Labor gesendet, um diese zu analysieren. Die Ergebnisse werden bald auf der Bodenartenkarte, oh Gott, angezeigt. Es ist schon spät, also es ist jetzt gerade 1.23 Uhr, wo ich es aufnehme. Also sei da nicht ganz so böse mit mir. So, okay, wir warten jetzt ein Stück, bis die Bodenproben wirklich durchgegangen sind. 10 Stück ist schon nicht ganz ohne. Und schnappen uns im Endeffekt dann als nächstes schon mal den Kalkstreuer. So, bis das hier passiert ist, ihr Lieben, melde ich mich gleich wieder zurück. So, wir sind wieder da. Ihr seht, 1000 Euro haben wir an Bodenproben jetzt also ausgeben müssen, ne? Summa summarum macht das pro Bodenprobe, oh Gottes Willen, macht das 100 Euro. Jetzt gucken wir mal rein. Wir haben also hier eine Legende und können gucken, welchen Bodentyp wir jetzt hier haben. Also zurzeit haben wir hier sandigen Lehmboden und schluffiger Ton. Sind jetzt nicht so die allerbesten Bodentypen. Ja, muss man halt gucken. Hier haben wir dann nochmal eine komplette wirtschaftliche Analyse. Das heißt, wir sind auf Feld 40. Wir haben Bodenproben 10 Stück genommen. Das hat uns 1000 Euro gekostet. Kalk und so weiter haben wir alles noch nicht verwendet. Heißt also im Umkehrschluss, wir haben bis jetzt in das Feld 1000 Euro investiert. Wir können das Ganze zurücksetzen und wir können auch Gesamtwerte anzeigen. Würde jetzt noch nichts bringen. Wird erst natürlich im Nachgang dann sinnvoll sein, ne? Wenn wir dann schon mehr mit dem Feld einfach gemacht haben, bearbeitet haben und so weiter. So, wir können jetzt gucken, oh, wie ist denn unser pH-Wert? Ne, das kann man im Endeffekt also ein bisschen ausschalten, wenn man jetzt sagt, kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Wir sind jetzt hier schon in einem guten Mittelfeld. Das heißt also, wir müssen ein bisschen Kalk aufbringen, aber wir sind schon eigentlich ganz gut. Wo es wahrscheinlich jetzt ganz schwierig wird, genau, das habe ich mir gedacht, beim Stickstoff. So, Stickstoff heißt, wir sind im absolut untersten Drittel von der ganzen Geschichte und wir müssen unbedingt Düngung draufbringen. So, das machen wir jetzt ganz einfach mal. Das heißt, wir beginnen einfach mal mit dem Kalk. Wir haben hier extra ein bisschen größeren, also so die... haben wir ein bisschen größeren geholt. Ihr seht jetzt auch rechts, Quatsch, links oben, hat sich die Anzeige ein bisschen verändert. Und da seht ihr jetzt genau, wie die Bodenbeschaffenheit ist und wo er was ausbringt und wo er nichts ausbringt. Wo das Ziel ist, das seht ihr gerade. Und wie der Anhänger, wie der Streuer das im Endeffekt hin und her
pendelt und ob das, also wie der die Bodenstruktur annimmt. Ne? Hier sieht man es gerade. Genau. So, man sieht es natürlich auch auf der kleinen Minimap hier unten. Genau, das Schild musst du jetzt einfach mal dran glauben. So, auf der Minimap seht ihr es schon, es verändert sich natürlich auch die Farbe. So muss es sein. Also ihr bereitet jetzt gerade den Boden optimal für eure Aussaat im Endeffekt vor. Und wir kriegen natürlich jetzt um einiges bessere Werte, als wir vorher hatten. So, so soll es im Endeffekt sein auch. Genau, wir fahren das hier mal zu Ende. Es geht ja eigentlich an sich ganz schnell, ihr Lieben. Und der pH-Wert, wie gesagt, steigt gerade. Genau. So, also pH immer merken. pH-Wert bedeutet, wie sauer ist euer Boden. Wenn der pH-Wert ins Rote geht, dann ist euer Boden... Ups. Oh, wartet mal. Dann ist euer Boden richtig sauer. Das heißt, für jegliche Pflanzen, ne, also für ganz, ganz viele Pflanzen, ist ein saurer Boden nicht das Beste. Deswegen müssen wir im Endeffekt Kalk ausstreuen, damit der Boden neutralisiert wird. Und aber jede Bodenbeschaffenheit, also sei es lehmischer Boden, sei es sandiger Boden, Ton und, hat natürlich eine andere Beschaffenheit und hat damit auch andere Ansprüche, komplett andere Ansprüche. Ne? So viel schon mal dazu. Und genau, wenn wir das jetzt fertig haben, dann schnappen wir uns den Dünger. Denn da sah es ja verheerend schlecht aus. Bevor wir das aber machen, gucken wir jetzt erstmal rein, wie sieht denn das Feld dann eigentlich bearbeitet aus. So, Ausbringmenge habt ihr jetzt auch links mit oben stehen. Ne? Also wir haben 1,75 Tonnen auf dem Hektar. Jetzt sind wir schon bei 4,38. Also ihr seht auch, wie der Boden beschaffen ist. So wechselt auch die Anzeige einfach ein bisschen hin und her. Gerade jetzt zum Beispiel haben wir schwierigen Boden. Ne? Da müssten wir jetzt 4,38 Tonnen. Jetzt seht ihr, wird der Boden schon ein bisschen besser und wir brauchen bloß noch 1,75 Tonnen. Also genau so muss es sein. Genau so soll es auch sein. So. Gut, das haben wir jetzt im Endeffekt erstmal fertig. Und dann gucken wir jetzt gleich mal rein, was sich jetzt im Precision Farming getan hat. Also im Menü. So. Ich muss hier mal ganz schnell noch was ausschalten. Zack. So. Gut, jetzt gucken wir mal ins Menü rein, was sich im pH-Wert getan hat. Also ihr seht, wir sind jetzt natürlich hier in einem, ja, schon sehr, sehr schönen Bereich. Man muss natürlich auch eins dazu bedenken, wenn ihr das jedes Jahr immer wieder macht, umso besser wird es natürlich. So, jetzt habt ihr natürlich in der wirtschaftlichen Analyse auch schon mal den Kalkanteil in Euro drin stehen. Das heißt, wir haben in das Feld jetzt schon 1.700 Euro investiert. Gehen wir jetzt zurück zum Dünger, wird die ganze Geschichte natürlich noch ein bisschen intensiver. Das Geld, was ihr aber jetzt reinsteckt, das kriegt ihr natürlich dann am Ende um ein Vielfaches wieder raus. So. Ich switch mal ganz schnell durch. Jawohl. So. Der Sensor hier vorne dran. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, ob es vielleicht sogar hier schon funktioniert. Grundsätzlich ist der Sensor aber nur dafür gedacht, wenn ihr Pflanzen schon drauf habt, also wenn die Pflanzen schon irgendwie da sind, dann könnt ihr mit dem Sensor drüber wegfahren und ihr könnt den Stickstoffgehalt besser bestimmen. Und das wird an die Spritze weitergeleitet. Die Spritze, zeige ich euch, ist auch mit dem Patch und mit dem DLC mitgekommen. Ihr geht einfach zu Spritzen, geht hier rein und dann könnt ihr hier im Endeffekt dieses See-and-Spray reinmachen. See-and-Spray bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ihr nur dort sprüht,
wo auch wirklich Unkraut ist. Und mit dem Sensor vorne dran. Ach nee, Quatsch. Das ist bei der Herbizide, entschuldigt bitte. Mit dem Sensor vorne dran ist es im Endeffekt so, dass der Sensor genau ermittelt, wie viel Stickstoff gebraucht wird. Und das wird dann halt nach hinten weitergegeben. So, und dann wird genau die Ausbringmenge genommen, die ihr braucht. Nicht mehr, nicht weniger. So, jetzt fahren wir hier mal ein bisschen drüber weg. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Cut und fahre mal schnell das Feld mal hier zu Ende. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Feldbearbeitung weitergeht, beziehungsweise wie die aussieht. Also bis gleich. So, wir sind wieder da und sind im Endeffekt jetzt fertig mit dem Feld. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es denn hier aussieht. So, wir sehen jetzt natürlich in der Schnellansicht rechts unten den Bodentyp, wie der pH-Wert ist, der muss bei grün liegen natürlich, und wie der Stickstoffgehalt ist, 180 Kilogramm auf dem Hektar. So, und jetzt gucken wir uns das mal in der Analyse an, wie es denn hier aussieht. So, wie gesagt, pH-Wert haben wir schon gesehen. Und jetzt sind wir natürlich beim Stickstoffgehalt, ja, eigentlich ziemlich im grünen Bereich, ne? Auch hier wieder natürlich geht es rein in die Wirtschaftsanalyse. 518 Euro hat uns diese Düngesache gekostet. Die Fahrzeugnutzung wird sogar mit abgezogen. Und wir haben den Helfer schnell mal laufen lassen. Heißt also, wir haben jetzt in dieses Feld 2258 Euro reingeschossen, schon mal vorher. Kriegen wir natürlich bestens wieder raus, ne? Denn ja, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, erstmal die ganze Geschichte. Jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal an, wenn schon Früchte drauf sind. Das heißt, wir switchen ein Stück weiter. So, das Krasse an der ganzen Sache ist natürlich, wenn wir jetzt, also die ganze Sache hier ist jetzt ausgewachsen, ne? Normalerweise würde man da jetzt nicht durchfahren. Allerdings habe ich jetzt, ich habe es einfach mal versucht, ob das überhaupt noch was bringt. Man könnte jetzt hier einfach durchfahren und düngen. Das geht noch, ne? Also man könnte jetzt sogar den Ertrag hier nochmal steigern. Den Sensor, wie gesagt, habe ich jetzt mal ausgeklappt, einfach um zu gucken, wie die ganze Sache funktioniert. Auch hier natürlich ist es so, der Sensor, wie gesagt, tastet den Stickstoffgehalt ab. Hier habe ich jetzt noch keine Bodenproben genommen. Tastet den Stickstoffgehalt der Pflanze ab und sendet das hierhinter an die Spritze. Und die Spritze, die macht nichts anderes, als dass die genau justiert, welchen Wert oder welche Menge die natürlich ausbringt auf dem Feld, ne? Das heißt also, ihr spart euch unheimlich viel Material. Genau. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Variante, wer jetzt sagt, okay, also ich fahre jetzt hier wirklich mal, das ist jetzt gerade ein bisschen unrealistisch, ne? Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Variante, wer jetzt sagt, okay, ich möchte vorne diesen Sensor einfach nicht ranbauen. Der geht in den Shop, geht zum Beispiel zu irgendeinem Traktor. Ich nehme jetzt einfach mal den 900 Vario und sagt: Okay, ich möchte dieses Isaria Pro Compact reinbauen. Das bedeutet nichts anderes, als dass ihr, also hier steht es auch, ne, der Isaria Pro Compact misst den wirklichen Stickstoffbedarf der Pflanzen während der Überfahrt mit diesem Sensor. Und dann erhält man präzise Daten über den benötigten Stickstoff. Mit Hilfe dieser Daten ist eine, oh, ich kann es heute gar nicht lesen, ist heute eine genauere Düngung möglich. Ja, was letztendlich zu einem höheren Ertrag führt. Genau. Was man dazu sagen muss, dieser Sensor, den ihr also direkt in den Traktor einbaut, der braucht Tageslicht, damit er funktioniert. Genau, dann braucht ihr, wie gesagt, hier vorne diesen, ich nenne ihn jetzt mal, also im 19er hieß es Crop Sensor,
dann braucht ihr diesen Sensor nicht mehr und könnt im Endeffekt einfach so mit dem Traktor drüber wegfahren und die Spritzen stellen sich halt ganz klar ein, so wie sie es brauchen. So, jetzt können wir hier nochmal reingucken, abschließend auf das Feld, wie denn da die Sachen aussehen. Ja, und zwar habt ihr hier jetzt schluffigen Ton, wir haben sandigen Lehm, wir haben jetzt einen ganz, ganz guten pH-Wert, da ist ja, so Mittelfeld, aber was wir haben nochmal ganz gut gedüngt und habt damit natürlich einen Ertragsbonus. Genau, es gibt natürlich jetzt noch die Möglichkeit, auch Bodeninformationen zu kaufen. Da können wir einmal drauf gucken, würde uns ein bisschen Geld kosten und dann habt ihr sofort alles im Überblick habt es euch gekauft. Also ihr müsst nicht nochmal mit dem Gerät, also mit dem hier, zeige ich euch nochmal, drüber wegfahren. Ne? Genau, also ihr könnt es die ganzen Sachen kaufen oder ihr könnt halt, wie gesagt, die Bodenprobe hier nehmen und schickt es einfach ans Labor. Genau, also das so zum DLC. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare rein. Das würde mich natürlich freuen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt zum LS, dann lasst einfach mal ein Däumchen da und ein kleines Abo. Würde mich noch mehr freuen natürlich. Und wir gucken mal, wie sich dieses Precision Farming noch weiterentwickelt. Es ist jetzt erstmal angelaufen und müssen natürlich jetzt mal gucken, wie geht die ganze Geschichte weiter. Aber wie gesagt, also ich habe euch einen Shop gezeigt, ich habe euch gezeigt, wie ihr die ganzen Sachen einsetzen könnt, was die Sachen bewirken auf alle Fälle, welche Geräte man dazu braucht und wie ihr die Analysen auslesen könnt. Genau, so sieht's aus. Schaut gerne auch mal ins RP rein. Da sind wir immer live, Montag, Dienstag, Mittwoch, 20:30 Uhr. Bis dahin, ich bin erstmal raus, euer Sven, macht's gut, tschüss und ciao.